ich werde, würde ich denken, im Juni wieder starten und mich nicht nur mit einem verlesenen Morning Briefing, sondern eher schon mit einer Morning Show zu Wort melden und zurückmelden. Mit dem Morning Briefing, ist das eine abendfüllende Veranstaltung für Steingart? Weiß ich nicht, ist ja erst der Morgen. Gabor Steingart, Sie haben im Interview mit Peter Turi mal erzählt, dass die beste Idee für Ihr Leben von Dieter von Holzbrinck kam, als er Sie an die Spitze des Handelsblatt geholt hat. Gilt das heute noch? Auf jeden Fall. Also die beste Idee von ihm war, nicht nur mich an die Spitze zu holen, sondern mich die Seite wechseln zu lassen. Also diese kaufmännische Erfahrung machen zu können, einen Medienbetrieb nicht nur auf der redaktionellen Seite zu führen, sondern eben auch auf der kaufmännischen. Die möchte ich nicht missen und ich glaube, das Handelsblatt auch nicht. Aber es ist hier was schiefgelaufen, oder? Ja, meinen Sie, was denn? Sie sind nicht mehr aktiver, amtierender Geschäftsführer. Ja, also ich glaube, dass es schwierig ist, Steingart auszualten. Und manchmal ist es auch schwierig, die moderne Zeit mit all ihren Zumutungen, die sie für Menschen bereithält, die in der Vergangenheit in unserem Gewerbe gearbeitet haben und sehr erfolgreich waren in der Vergangenheit. Und viele dieser Glaubenssätze aus der Vergangenheit sind heute für eine Neupositionierung einer Medienmarke, eines Medienhauses hinderlich. Peter Turi hat Sie mal den großen Unvollendeten genannt. Sie haben die Welt noch nicht gerettet, den Spiegel nicht und das Handelsblatt retten jetzt auch andere. Was wird denn Ihr nächstes großes Projekt? Ich glaube, es gibt, da war ich mit Dieter von Holzbrinck immer einig, man übergibt besenrein eine Firma. Weder Daimler, noch Volkswagen, noch die Handelsblatt Media Group. Sondern jeder macht, wie beim Staffellauf, in seiner Wegstrecke das Bestmögliche daraus. Insofern muss, glaube ich, jeder Vorstandsvorsitzende, auch jeder Chefredakteur, damit leben, dass er unvollendet bleibt. Solange die Welt unvollendet ist, ist auch unser Menschenwerk darin unvollendet. Insofern gucke ich auf das Handelsblatt eigentlich nicht als unvollendet, sondern in der mir zur Verfügung gestellten Zeit von 8 Jahren, glaube ich, haben wir ein Stück dieser Transformation, ein gutes Stück zurückgelegt. Und jetzt müssen Sven Affepe und viele andere jüngere Kollegen das nicht vollenden, sondern weitertragen. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Was ist Ihr nächstes großes Projekt? Gibt es da schon was am Horizont? Also ich führe viele Gespräche, versuche mir ein Bild zu machen. Nicht wo arbeite ich künftig, sondern wohin entwickeln sich Medien? Und spreche mit Leuten aus dem Silicon Valley, aus befreundeten Nachbarstaaten, von Unternehmen, von ehemaligen Konkurrenten und nicht, um mir ein Bild zu machen, wohin entwickeln sich Medien, wenn man nachdenkt, frei nachdenkt. Bisher war ich ja nicht frei nachzudenken, sondern musste nachdenken, was mache ich mit einem Traditionshaus, das ich in die Moderne führen will. Jetzt kann ich ohne die Tradition denken, was können Medien heute eigentlich leisten, wenn sie nicht diese Vergangenheit wie ein Schneckenhaus mit sich tragen. Sie sprechen heute über die Entwicklung von Medienmarken hier auf dem European Newspaper Kongress. Welches sind denn Ihre Einsichten aus dieser Entwicklung, die uns da bevorsteht? Wie entwickeln sich Medienmarken denn? Ich glaube, wir haben einen sehr starken Trend zur Dezentralisierung in allen ökonomischen Bereichen. Das heißt, die Kraftwerke sind nicht mehr die Großkraftwerke der Vergangenheit, sondern wir haben Solar und Biogas und Wind und jedes für sich ist ein kleines Kunstwerk, wenn Sie so wollen. Alle zusammen ergeben dann auf den großen Plattformen, den großen Leitungen die heutige Welt der Energieversorgung. Aber sie ist sehr fragmentiert und dann wieder sehr dezentral. Das bedeutet für Medien, dass Personalität wichtiger wird, Community wichtiger wird, Kleinstgemeinschaften, Blogger, Influencer, wir haben verschiedene Namen für diese Phänomene, aber nicht die großen Namen wie CNN, Fox News und ähnliches, sondern der Mensch könnte wichtiger sein als die Marke. Wie geht es dann weiter mit der Marke Gabor Steingart, der durchaus schon zu Handelsblattzeiten eine starke journalistische Marke war als Person? Wann kommt zum Beispiel Ihr eigenes Morning Briefing zurück? Nun lassen wir doch noch ein paar Wochen Zeit. Es ist anstrengend, Morning Briefing zu schreiben, so wie ich das getan habe. Tatsächlich mit den letzten Meldungen aus den USA und anderen Staaten. Also insofern, ja, ich werde, würde ich denken, im Juni wieder starten und mich sowohl mit einem Podcast, also auch mit einer Morning Show, wenn Sie so wollen, nicht nur mit einem verlesenen Morning Briefing, sondern eher schon mit einer Morning Show zu Wort melden und zurückmelden. Mit dem Morning Briefing, ist das eine abendfüllende Veranstaltung für Steingart? Weiß ich nicht, ist ja erst der Morgen. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.